Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seid schon am Titel. Im heutigen Video spielen wir nochmal Minecraft Stadt, Leute. Und ihr seht es im Hintergrund, wir labern nicht lange drum herum. Wir werden jetzt auf den Server drauf joinen und ich weiß es jetzt schon. Jeder hat es mir in die Kommentare geschrieben. iCrimex hat mein Haus zerstört. Junge, es wird so Rache geben. Was hat er genau gemacht? Ich hab's Real Talk noch nicht geguckt. Bro, übertreib komplett! Hä? Er hat mein ganzes Haus. Ich dachte, er hat ein bisschen TNT gezündet. Lukas, dein Haus trägt den Namen. Der Ameisenhaufe. Junge, du hast ein M vergessen, du. Der Ameisenhaufen, Bro. Was ist das? Junge, oha, er hat sein ganzes Haus wieder normal gebaut. Vorbei, ein bisschen Dreck hat er noch stehen lassen. Aber er hat Real Talk alles komplett zurückgebaut, Freunde. Und Junge, mein Haus. Ich raste hier wirklich aus. Meine ganze Tiefgarage komplett kaputt, Freunde. Okay, wir gehen mal kurz nach oben. Okay, mein Pool ist auch... Ja, okay, übertreib komplett. Warum ist da Dingens drin? Hä, hat der da Bäume reingepflanzt oder was hat er da gemacht? Generell, wie viel Langeweile muss man haben, Junge? Wer pflanzt hier am Ende noch Bäume rein? Das macht gar keinen Sinn. Junge, er hat sogar mit allem unten drunter und so kaputt gemacht. Junge, warum hat er die Dinger hier reingemacht? Bro, was ist das denn? Ey, hallo. Er hat hier überall die Dinger gebaut. Ja, okay, die machen Schaden. Hallo. Bro, die machen Schaden. Ich kann raus. Was? Warum machen die so viel Schaden, als hätten die ein Tier-5-Schwert oder was? Bro, ich spawn hier. Ey, Jungs, das war's. Hau da rein. Ich bin weg. Ey, Freunde, ich raste komplett. Aus. Junge. Guck mal, das Ding ist, ich habe von Max ja lediglich sein Haus, ich habe es ein bisschen umgebaut. Bro, ich habe nicht mal übertrieben oder irgendwas und er rastet direkt komplett aus. Junge, ich sterbe einfach. Er hat mir damals schon sogar mal Krokodile gespawnt. Jetzt irgendwelche giftigen Ameisen, die auf einmal so viel Schaden machen. Kann euch eine Sache versichern in der heutigen Folge, ich werde Rache nehmen. Und jetzt raste ich richtig aus, jetzt machen wir keine halben Sachen mehr, Freunde. Ich muss jetzt erstmal jemanden finden, der mich hier vom, hier abholt. Wie geht's? Hey, Bro. Ja. Yeah. Tja, Candy hat ja leider Hausverbot im Villenviertel. Okay, Freunde, ich habe mal Flauschi geschrieben. Du hast doch ein Flugzeug. Ich habe eins. Junge, Candy, Junge, hau mal ab. Flauschi, ja. Kannst du mich vielleicht abholen? Kannst du mich vielleicht abholen mit 1000 Blöcke weit weg aus Versehen? Das Problem ist, Freunde, ich glaube, Flauschi mag mich aktuell auch nicht so, weil wir beim letzten Mal die ein bisschen... Die hat sie auf jeden Fall mitbekommen. Aber wir warten mal ab, was sie schreibt. Ey, ich habe halt jetzt gar nichts mehr, ne? Ja, gleich. Okay, Freunde, Flauschi hat ja zugestimmt. Die sollte jeden Moment da sein. Ich glaube, die kommt mich sogar mit einem Flugzeug abholen. Leute, ich sag euch eins. Boah, Max, ich werde so ausrasten. Das Ding ist, ich habe sein Haus ja wirklich nur so ein bisschen umgebaut. Bisschen Dreck, keine Ahnung, war es halbe Stunde Arbeit, dann war das Ding wieder durch. Aber er rastet komplett aus. Er tötet mich und macht in meinem Haus irgendwelche Sachen. Okay, Flauschi schreibt jetzt, sie muss irgendwo sein. Aber Freunde, in der Wartezeit gerade, ich habe mir einen Plan gemacht, was wir machen. Okay, da oben kommt Flauschi. Ich werde Max sein Haus, ihr werdet es gleich sehen. Ich raste jetzt auch aus. Wenn Max ehrenlos wird, Freunde, dann werde ich auch ehrenlos, ganz einfach. Aber Junge, wie geil sieht das aus. Okay, sie kommt angeflogen auf die Landebahn. Ich habe mir noch ein bisschen Essen geholt hier bei Army in dieser Chicken Farm. By the way, Army ist sogar auch online. Ich schreibe gleich Army auch mal, ich brauche seine Hilfe. Moin, moin. Hallo. Nicht so schlimm, okay. Ich habe einen Schraubenschlüssel dabei. Ich bin die beste Fliegerin übrigens. Ja, ja, ich sehe es. Was geht? Alles gut? Wie bist du denn hier gelandet? Ja, ich wurde, ja, ich sag mal, da waren blöde Umstände in meinem alten Haus. Das hast du vielleicht gesehen von Max. Ja. Auch nochmal sorry da. Fall dabei. Ach du... Hallo? Ich habe nichts gemacht. Hey, wie, du warst dabei? Ich habe zugeguckt, aber mehr auch nicht. Ja, okay, aber ist ja nicht schlimm. Auch danke nochmal, dass du damals geholfen hattest bei dem Umbau von Max. Ja, gerne. Ja, deswegen. Mann, warum hast du mir nichts gesagt? Ja, was soll ich denn sagen? Dann hättest du nicht geholfen, oder? Ja, das stimmt. Ja, aber wie haben dir dann die Ameisen gefallen? Ja, deswegen bin ich hier, weil ich hier gespawnt bin. Achso. Haben die dich erledigt? Ja. Oha, die sind voll stark. Ja, ich weiß, ich hab's auch gemerkt. Oh, warte, ich wollte nur was essen. Ich muss jetzt dringend zurück, weil ich will mich heute noch bei Max entschuldigen, auf jeden Fall. Oha, ja, wir landen einfach bei Max, weil da ist am nächsten an deinem Haus. Ja, ja, perfekt, perfekt, dann machen wir das. Ah, stimmt, der hat ja hinten seine Landebahn, ne? Ja, ich hoffe, es klappt. Ja, ich hoffe auch, dass es klappt. Weißt du eigentlich, wo Amir ist? Nö, keine Ahnung, warum. Ja, ich wollte ihn auch mal kurz was fragen, aber irgendwie, keine Ahnung. Antwortet er nicht? Nee, also er hat ja gesagt, er ist weg oder so. Ich schreibe ihm gleich mal, keine Ahnung. Ganz komisch. Stimmt, der hat ja irgendwie die Stadt verlassen oder so. Ja, ja, ich muss mal gucken, was da genau war. Oh, oh, da ist ein Berg. Ja, vielleicht nicht gegen den Berg fliegen, das wäre super nett. Oh, oh. Hilfe. Was machst du denn, du sollst hochfliegen? Ja,
Okay, okay. Wir sind drüber, alles gut. Ja, das passt, das passt. Das gab gerade hier, ich war zu Freunde. Steil, sodass Luft über und dann runter. Ja, ja, alles gut, das passt. So, das sieht doch schon gut aus hier. Ey, schon mal riesen Dankeschön, ne, dass du mich geholt hast. Ach, kein Ding. Sollen sie jetzt hier zu Fuß gehen? Junge, was ist denn das für ein Wal? Das ist ein Pottwal. Oha. Noch einer. Oha. Okay, du musst viel tiefer, oder? Ja, ich hab schon, wir sind langsam auf dem Weg nach unten. Was passiert, wenn ich jetzt rausspringe? Dann landest du im Wasser. Ich kann dich auch rauslassen bei deinem Haus einfach, warte. Boah, das wäre noch du geiler. Du springst einfach raus, über deinen Pool oder so. Okay, okay. Oh, 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 oh. Ich hab so Angst. Ich spring einfach hier raus. Pool schaffen wir nicht. Ja, spring. Tschüss. Wie? Wie spring ich? So. Danke. Junge, flauschige Ehrenfrau, Freunde. So korrekt. Okay, wir sind wieder back. Okay, wir gucken jetzt ganz kurz, ob wir mein Loot kriegen. Und dann, mir egal, wir gehen direkt zu Max. So, zack, zack, zack. Ciao, danke. Wir werden aber auf jeden Fall vorher noch schnell Army schreiben, dass der uns kurz hilft. Weil alleine wird echt schwer. Okay, ich hab alles wieder. Boah, wäre die Pistole weg. Ich hätte geheult, Freunde. Warte, wir machen mal ganz kurz hier zu. Dann können die auch nicht mehr raus. Aber egal, wir haben unseren Loot wieder. Ich würde sagen, für den Prank, den ich jetzt mache, brauche ich einfach nur 2 Eimer. Und die sollten wir, glaube ich, locker easy bekommen. Ich glaube, Eisen müsste ich noch ein bisschen was über haben. Warte mal, wir schauen mal schnell rein. Ansonsten, das farme ich gerade in 3 Sekunden. Das geht ja ruckzuck. Warte, meine Rüstung. Hatte ich gar keine Rüstung mehr? Wo ist meine Rüstung hin, Bro? Irgendwer hat meine Rüstung geklaut. Zuallererst schreiben wir jetzt aber erstmal Amir. Weil irgendwie, er hat ja wirklich wohl die Stadt verlassen. Bro, er antwortet auch nicht, ne? Ich habe ihm sogar schon mal auf Discord geschrieben. Bekomme einfach keine Antwort. Aber, Freunde, genau an der Stelle habe ich euch da draußen wirklich... Kuss geht raus, weil irgendein Zuschauer, ich glaube, der ist Julian. Julian irgendwas auf YouTube, ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe mir in den Kommentaren leider nicht aufgeschrieben. Aber Freunde, Julian hat mir Koordinaten geschickt, wo Amir wohl sein sollte. Man hat es irgendwo bei Amir im Stream oder ich glaube in einem Craftme-Video war das, hat man die Koordinaten gesehen. Und ich glaube, ich schaue mal ganz kurz nach, das war auch gar nicht so weit weg. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken, dass wir jetzt einfach mal dahin schwimmen. Warte, Koordinaten sind nämlich... Boah, okay, ist schon weit weg. Aber mit einem Boot sollte das eigentlich machbar sein. Wir haben genug Essen dabei. Weil ich sag euch ehrlich, Freunde, wir brauchen Army an unserer Seite. Wir sind immer ein Team, ihr wisst es selber. Denn, Freunde, ich sag euch ehrlich, immer wenn es mir irgendwie schlecht ging, wie am Anfang, wo Kenny mich bannen wollte, Army hat mir direkt geholfen. Der hat nicht mal gefragt. Der hat sogar für mich direkt die Stadt verlassen und keine Ahnung was. Aus dem Grund, wir werden den jetzt auch mal abholen gehen. Ich weiß nicht, was gerade bei dem genau abgeht oder warum der irgendwie traurig ist. Aber, Freunde, wir klären das. Das geht, denke ich mal, relativ schnell. Wir holen den Jungen wieder zurück zur Insel. Und als allererstes, Freunde, in der Folge, ich werde alles noch heute machen. Wir werden Max sein Haus komplett. Ihr werdet es gleich sehen, Junge. Ich habe da so Bock drauf. Aber ich brauche Real Talk, die Hilfe von Amir. Deswegen, wir fahren jetzt erstmal dahin, in der Hoffnung, dass er da ist. Weil ich glaube, dass bei minus 1700 und... minus 1760 oder so ungefähr. Also jetzt erstmal nur grob. Deswegen, ja, Freunde, ich laufe da jetzt erstmal hin. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich hoffe, Amir ist überhaupt noch da. Bro, wenn er nicht... oder wenn er sich ausloggt, bevor ich da bin, dann raste ich komplett aus. Dann, wirklich, dann war es das für die heutige Folge komplett. Ich sterbe und laufe 2000 Blöcke umsonst. Ich denke mal, das wird schon passen. Deswegen, ja, wir sehen uns gleich wieder und let's go. Okay, Freunde, laut den Koordinaten sollte ich jeden Moment da sein. Aber ich glaube, es sind noch um die 400 Blöcke. Ich muss bei minus... Ich glaube, es war 0 oder so hinten rechts. Okay, da oben ist was gebaut. Und ein rotes Kreuz? Ich glaube, das ist aber nicht von Amir. Also die Koordinaten, die Julian mir in den Chat geschrieben hat, waren aber noch ein bisschen weiter vorne. Die waren bei minus 30, sehe ich gerade. Okay, wir gehen mal ganz kurz gucken, was hier oben ist. Okay, das ist einfach nur so ein Villager-Haus. Hä, wie krass! Lol! Buch und Feder? Wobei, das... Nee, Bro, das muss auf jeden Fall irgendwer gebaut haben. Irgendwer hat das Haus hier gebaut. Lol, oder das ist halt wirklich irgend so ein NPC-Haus. Okay, aber es ist auf jeden Fall nicht das Haus von Amir. Hey! Junge, das ist mein Boot! Ey, Bruder! Weg da. Tschüss. Ja. Jetzt spuckt mich das Lama an. Okay, Freunde, wir ziehen weiter. Minus 700. Wir sind eigentlich gut. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch... Boah, da vorne ist ein Haus. Das könnte es sein. Da vorne war gerade noch ein Haus. Das könnte es wirklich sein. Außer, dass jetzt wieder irgendein Villager-Dorf. Okay, es sieht nach Villager-Dorf aus. Wobei, hier ist ein Boot. Ja. Let's go. Freunde, ihr seht oben links, wir sind genau bei den Koordinaten. Das muss Amir sein Haus sein. Aber warum soll ich leise sein, Bro? Amir? Hallo? Wife? Was geht? Hä, was machst du denn hier? Ja, Bro, ich will dich mal besuchen kommen. Hey, du bist einfach weg. Ach so, ja, 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 du weißt doch warum. Was ist das? Ja, ich bin hier, sagen wir, abgestürzt. Jetzt habe ich mein Flugzeug gerade eben noch repariert. Und ich habe mir ein kleines Ding hier gebaut. Kleines Häuschen, ein bisschen was zum Selbstüberleben. Ja, okay, okay. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ehrlich. Hey, Bro, ich sag dir aber ehrlich, du musst halt wieder zurückkommen, hä? Ja, Digga, die machen doch da, was sie wollen. Max sagt so, beschützt nur Candy. Candy will wieder die Bro, Max, gemacht Max hat mein... Du warst ja dabei, als wir sein Haus in Dreck eingebaut haben. Weißt du, was er gemacht hat danach? Er hat mein komplettes Haus zerstört. Er hat mit einer Bazooka draufgeschossen. Was?
Das Digga, ist so das geht los. Zu weit, Alter. Ey, der hilft Candy. Der Candy macht, was er will. Max ist ein korrupter Cop, der auf mich damals auch schon geschossen hat und so. No. Digga, also ich sag dir ehrlich, da merkt man wieder, es ist gut, weil ich abgehauen bin. Ich sag dir jetzt auch ganz ehrlich, mir ist jetzt auch alles egal. Ich werde jetzt gleich sein Haus komplett... Also wirklich, ich werde komplett... Ich weiß nicht, ob ich in die Luft jagen werde, aber ich glaube, ich werde... Ich werde ein kleines Experiment machen. Du kennst doch diese Wasser-Lava, dann kommt doch Cobblestone und so, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, das mache ich über seinem ganzen Haus jetzt gleich mal ganz genügend. Er wird 10 Jahre brauchen, uns wieder abzubauen, aber ist mir egal. Bro, letztes Mal habe ich es lieb gemeint und er rastet komplett aus, zerstört alles. Ich bin sogar gestorben. Jetzt raste ich komplett aus. Hat er dich geschossen mit der Ambo? Bro, zuerst, er zerstört mein ganzes Haus. Dann hat er Ameisen platziert. Ich wusste nicht mal, dass es Ameisen gibt. Dann haben diese Ameisen mich noch getötet. Weißt du, wo ich aufgewacht bin danach? Bei unserem Flugfeld da mitten im Nirgendwo. Oh nein. Ich könnte so ausrasten. Ey, ich sag dir ehrlich. Was denn? Die Jungs haben übertrieben. Die haben komplett übertrieben. Ich werde mir jetzt gleich einen Lava- und Wassereimer packen und dann, Bruder. Warte. Dann, ich werde so Vollgas geben. Hast du zufällig noch Eisen? Ich habe gar nichts mehr. Warte. Aber hier ist eh noch, wir können ein bisschen farmen hier, easy. Ich gehe ein bisschen Eisen holen, okay? Warte, hier. Nice. Oha. Und ich habe noch Blöcke. 15 Stück, Eisenblöcke. Digga. Blöcke. Brauche ich nicht mehr, weil ich nur ein bisschen Wasser. Ich habe irgendwo Lava gesehen, als ich gerade hingekommen bin. Ja, ich habe gehört. Ich habe Lava hier hinten auch irgendwo gehört. Komm mit. Ja, wir gucken schnell. Ich gefarmt hab. Ey, Bro, Digga, aber tu mir echt einen Gefallen. Komm mit zurück dann. Nur unter einer Bedingung komme ich mit. Was denn? Wir machen die Jungs fertig. Ja, bin dabei. Weißt du was? Es reicht mir. Wir waren ja nett und lieb, aber die denken, die können sich mit uns anlegen, weil sie der Polizist und der andere macht... Ja, Real Talk, Digga. Ich glaub, die haben vergessen, was wir zwei in der Kombination bisher in Minecraft so erreicht haben. Ich sehe es genauso, Mann. Das Problem ist, ich habe halt gar keine Rüstung, nichts, ne? Ich werde halt jetzt mal reinswitten dann. Ja, ist kein Problem. Aber ich habe keinen Bock, mir hier alles gefallen zu lassen von denen. Nein, es reicht. Ja. Aber ich habe irgendwo hier Magma mal gehört. Boah, Junge, da habe ich Bock drauf, ne? Wir werden die auseinandernehmen, Junge. Wir werden die mies auseinandernehmen. Ja. Nee, warte mal. Ich glaube, die Lava war weit da vorne. Ich glaube, ich bin da gerade dran vorbeigefahren. Als zu dir gegangen bin. Ja, ich kam im Boot, Bro. Ach so, wow. Das stimmt. Du hast gar kein Flugzeug. Junge, du bist einfach 2000 Blöcke weit weg oder so. Mir hat ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben, wo du bist. Oh, stimmt. Als ich abgehauen bin, habe ich die Koordinaten gezeigt, damit ich sie nicht wieder vergesse. Ehrenmänner, Junge. Also wirklich, an den Zuschauer. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er hieß, aber Kuss geht raus. Ich hätte die sonst echt nie gefunden, ne? Ja, easy. Weißt du was, wir machen die jetzt fertig, mir reicht's. Ja. Digga, aber eigentlich gibt's doch überall anders auch noch Lava, ne? Eigentlich, ja, Bro. Neben meiner Villa gibt's einen Lava-Fluss. Echt? Lava-See, ja, ja, warte mal, hier war gerade eben noch Lava, warte mal. Warte, ich guck mal schnell, aber das war hier. Ja. Ich glaube hier oben links. Ja. Da vorne war noch ein Haus, richtig random. Freunde, wo war die Lava? Wir haben die doch gerade noch gesehen. Wartet. Da. Ah, links. Okay. Das Ding ist, eigentlich brauche ich echt nur ein einziges Mal Lava. Das reicht sogar schon. Falls ihr euch gerade noch denkt, Junge, was hat der... Ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, wenn man das nicht kennt, dann versteht man es nicht. Aber an die ganzen OGs unter euch, wisst ihr noch, wie ich damals mein Tower bei Team Gut auf der YouTube-Insel gebaut habe? Genau so werde ich jetzt Max sein ganzes Haus in Lava einhüllen. Bam, da haben wir es. Easy. Okay, warte, ich brauche gerade mein Boot wieder. Okay, ich habe alles. Hast du? Ja, hier war einmal Lava, ich hab's geholt. Ah, okay. Ja, den Rest holen wir dann drüben. Ja, aber Bro, wollen wir uns auf den Weg machen? Ja, komm, wir fliegen zurück. Klappt wieder, dein Flugzeug? Ja, ich hab's repariert, ja. Oh, ja. Gott sei Dank. Ich dachte schon wieder halbe Stunde jetzt Boot fahren. Nee, ich hab eben erst repariert. Okay, nice. Und dann gehen wir zurück und dann zeigen wir denen, mit wem die sich angelegt haben. Let's go. So, und dafür müssen wir auch den Berg. Jungs, lass noch ein paar Sachen. Ich hab richtig Bock. Was denn? Ich habe hier noch ein paar Sachen, ich glaube noch 8 Diamanten oder so hier. Naja, mach mal. Wir brauchen eine Start- und Landebahn, ne? Ja, habe ich auch schon gebaut. Hast du? Oha. Hey, wo? Ja. Oben auf dem Berg, wo mein Flugzeug gecrashed ist, habe ich es repariert und eine Landebahn automatisch gebaut. Oha, Junge. Wir müssen aber hier hoch. Komm mit, folge mir. Aber aufpassen, das ist viel Pulverschnee. Oh, nee. kein Bock, da wieder einzusinken. Einfach straight up hoch, wahrscheinlich da, wo diese Dinger sind, ne? Ja, da habe ich mich noch einmal hochgebaut. Und aus der Landebahn, dann können wir zurückfliegen. Okay. Ich weiß aber die Koordinaten gar nicht mehr genau von der Stadt. Ja, ich weiß ungefähr einfach, wo lang. Bro, es ist so räudig. Ich hasse Pulver wahrscheinlich. Ganz oben oder wo? Mal gleich siehst du es. Guck links. Ja, ich laufe einfach. Ich hoffe, ich sink nicht ein. Ja, ich bin drauf. Oh mein Gott. Ups. Warte, ey, Bro, denkst du ernsthaft, das reicht zum Fliegen? Ja, habe ich schon ausprobiert. Steht falsch rum, zum aber. Fliegen und Landen. Ja, komm, steig ein. Okay, bin drin. Also, was denkst du? Komm schon, geh an. Schmalspur? Let's go. Ja, wir schaffen das. Ey, Bro, wenn wir jetzt abstürzen, ist vorbei. Digga, denkst du, redest hier mit einem Schmalspurflieger oder was? Ich sag's nur. Komm schon. Let's go. Oh, schaffen wir es? So. Da!
Bro, wir stürzen ab! Ja, ja, ja! Ey, wenn wir sterben, ich hab dich, Alter! Warte, ich muss wieder reparieren. Bro. Ach, alles deine Schuld. Denkst du, du redest hier mit einem Schmelzspür? Weil du bist so nervös gemacht, Alter! Ja, gut, hab ich gesagt. Pack dir einen Schraubenschlüssel und reparier. Ich hab keinen. Ist im Flugzeug drin. Ist im Flugzeug drin! Ah, Chef. Warte, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Komm mit. Warte, ja. Und wir haben sogar ein Lava-Dings. Das Flugzeug hast du in der Hand, ne? Lava-Dings? Wo? Lava. Hier, guck mal. Ja, lass es gerade noch mitnehmen. Bro, ich hab noch nie in meinem Leben ein Flugzeug angefasst. Keine Ahnung, wie da irgendwas funktioniert. Hier, ganze See sogar. Ja, hier, ich geb dir das Flugzeug, liegt hier. Ich hol gerade noch ein bisschen Dinger mit. Das wird so ehrenlos. Komm mal her. Ich gebe dir noch ein paar Schlüssel, sonst habe ich kein Inventar mehr. Ich glaub, oh mein Gott. Ich werde Max sein ganzes Haus so auseinandernehmen gleich. Ja, darfst du auch. Weißt du was? Du darfst es auch. Warte, ich werde, glaube ich, von der Außenlandebahn bauen. Ja, ich glaube, da oben ist gute Fläche. Guck mal hier links einfach, oder? Nee, das muss schon was Grades sein, leider. Ja, oder gerade wieder hoch, ne? So weit ist es jetzt auch nicht. Nö, alles gut. Sicher? Weil oben die war zu kurz, Bro, deswegen ging's nicht. Nein, ich bin doch schon geflogen, weil wir wo irgendwo kurz gegengeknallt sind, deswegen. Ah, okay. Hey, Freunde, ich sehe schon, wir stürzen da gleich rein. Wir werden so hart abstürzen. Einfach eine Leine, wo haben wir die Leine her? Wahrscheinlich eben von den Villagern oder so. Okay. Ich hoffe, es reicht. Jetzt aber. Oh, komm schon. Bro, ich muss mich beeilen. Ich habe Angst, dass Max sich einloggt. Ich will vorher sein Haus komplett noch mit Wasser Lava machen. Ja, kann man machen. Können wir alles machen. Alles easy. Ja, sieht gut aus, oder? Ja. Yes, let's go, Junge. Oh, Alter. Okay, wir müssen aber genau in die andere Richtung. Flieg hier so um den Berg links rum. Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Von da, wo ich gekommen bin. Bisschen weiter links noch. Ja, wenn du jetzt so geradeaus fliegst, kommen wir zur Stadt, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen. Ja, genau so. Ja, das hört sich so original an. Nee, warte, richtige Piloten machen das so. Warte. Und wenn sie von so landen, dann. Ja! Nee, du vergisst dieses Atmen zwischendrin noch. Dieses. Oh Mann, Digga, das kannst du echt keinem erzählen. Ich glaube 1700, 1800, hier die rechte Minuszahl war gut, aber links war ich glaube bei minus 700 ungefähr. Ja, ein bisschen nach links so. Musst du wieder. Genau so, geradeaus, dann kommen wir an. Bisschen langsamer fliegen hier. Digga, Elefanten und so da unten, richtig krass. Ja, richtig viele Candies. Ah, der wird auch noch sehen. Der hat alles kaputt gemacht. Der wird auch noch sehen. Ja, Real Talk. Wobei Max hat meine Villa nachgebaut, also da konnte Candy jetzt auch nichts dafür. Oh, Villager Outpost. Oh, warte mal, hier. Ja, hier, lol, wir sind schon da. Hier. Bro, GG. Geradeaus. Da ist schon die Villa von Flauschi. Okay. Nee, geh direkt zu Max. Geh direkt zu Max. Der hat auch Landestation. Lass rüberlaufen. Okay. Zack. Ja, dein Ding willst du stehen lassen? Ah, ja, ist alles okay, komm, let's go. Also, okay. In meiner Villa-Gegend. Junge, let's go. Unsere Villa-Gegend. Bro. Du darfst nicht abhauen, du hast es gegründet, hä? Ja, jetzt werden sie aber alle... Ach du Heilige. Guck dir meine Bude an. Haus! Warum? Was mit deinem Haus? Da ist auch irgendwas kaputt, wer war das? Hä, wo? Ich seh's nicht. LOL, links! Amir, wenn du... Was? Wenn du mir gedroht hast, dann zerstöre ich dich. Wer war das? Max, das oder? Das muss Candy gewesen sein. Bro, oh mein Gott, ganzer Boden weg! Alles klar, ich verspreche eine Sache. Das kriegst du wieder, Candy! Aber ich lass uns erstmal Max fertig machen. Okay, komm, wir fangen Max an. Let's go. Lass gerade rüberschwimmen einfach. Ich habe Lava und alles dabei. Alles Let's go. Okay, Freunde, jetzt geht's richtig los, glaub mir. Bro, hä? Du, Bro, hier ist einfach schon Lava. Warum ist hier schon Lava? Aber guck mal, ich sag dir ehrlich, Max hat einen schönen Pool, oder? Ah, warte mal. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Weil guck mal, Max mag ja irgendwie hohe Bäume. Was, wenn wir den Lavabaum bauen? So, machen wir vielleicht... Ja, nee, Bro, so hatte ich es eh nicht vor. Das war jetzt nur mal zum Spaß. Weißt du, was wir jetzt machen? Warte mal, wir brauchen gerade Blöcke. Ich hol mal kurz... Oh, da war eine TNT-Falle bei seinem Haus, Bro! Ich hab die aus Versehen ausgelöst. Hä? Aber von wem? Ich glaube, der wusste, dass du kommen willst. Oder er hat mir eine Falle gebaut. Ja, aber das war unten irgendwo. Warte. Ja, aber er hat einfach nur gehofft, dass du vielleicht mit dem Schaden... Oder er hat irgendwas gebaut, das er hört, wenn ich komme. Mhm, das stimmt auch. Ach, keine Ahnung. Guck mal, ich sag dir eigentlich müsstest du hier, guck mal, komm mal raus. Aha. Warte. Du meinst ganz oben mit Wasser und Lava? Ja, genau. Ja, Bro, hatte ich eh vor. Okay. Machen wir jetzt.
Warte. Ich will so ein, Bro, um sein ganzes Haus, so ein Riesentower. So, wir snacken uns hier mal ein paar Sachen. Er hat mein Haus ja auch zerstört, ohne irgendwas zu machen. Bro, ich weiß nicht, wer hier diese TNT-Falle gebaut hat, aber ist ja so dumm. Ist ja einfach gar nichts passiert. Ja, drunter ist auch Wasser. Gar keinen Sinn gemacht. Also drunter ist ja auch Wasser, das hast du auch nicht vergessen. Wasser haben wir. Irgendwie. Okay, aber pass auf, ich baue jetzt einmal komplett nach oben, ne? Ja, guck mal, du musst überlegen, eigentlich müssen wir ganz nach oben und dann verschiedene Eckpfeile machen. Da musst du überall Lava runterlaufen lassen. Ja, genau. Bro, das ist so assi. Er muss alles mit seiner Hand dann abbauen, ne? Ja. Oh, Baby. Okay. Ja, da geht sowas ja schnell. Ja. Cobblestone, ja, da, ich glaube, hat noch keinen Beacon. Stimmt, er hat keinen Beacon. Ja, es wird dann übel lange dauern. Okay, guck mal, eigentlich hatte ich jetzt vor, wie so eine Art Pyramide nach oben zu bauen. Über sein ganzes Haus, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Warte mal. Aber das dann lieber nicht, sagst du? Ja, das glaube ich schon wieder. Oh, ich glaube, du meinst das so ein bisschen so, ne? Hier, dann so. Ein Punkt. So ein Punkt. Und so ein Punkt. Ja, genau. So war der Anfangsplan. Ja, ich muss mich halt echt beeilen, ne, wenn er sich gleich einloggt. Aber ich weiß, was lustiger ist, weil guck mal, wenn du eine Pyramide baust, dann musst du einfach nur einmal drumherum alles abbauen. Stimmt, wenn du verschiedene Punkte hast, dann musst du innen drin abbauen, da abbauen, da abbauen, weißt du? Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, aber... Mach mal Lava. Aber das fließt dann trotzdem nur so scheiße. Ja, aber das prallt ja drauf, deswegen darfst du nicht zu weit bauen. Du musst versuchen, teilweise auf den Dächern runterfließen zu lassen, weißt du? Ja, warte, ich habe einen besseren Plan noch. So, jetzt schön erstmal fließen lassen. Aber halt nicht, dass die ganze Bude abfackelt, ne? Haben wir jetzt ein bisschen vergessen irgendwie. Ja, alles hier aus weißem Beton. Fast. Ja, gut, das meiste. Okay, ich hab extra noch drunter gebaut, guck mal. Ich baue jetzt einen oben drauf, ne? Zum Testen. Bist du bereit? Wasser oder was willst du machen? Wasser, ja, ich mache einmal Wasser oben drauf. Nur zum Gucken. Ja, warte. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, warte, ob es alles unten angekommen ist. Ja, aber ist schon fast alles. Ja, okay, dann mach. Komm. Ja! Let's go! Warte. Bro, insane. Digga, es ist so geil. Alles voller Cobblestone dann. Ja! Geil. Warte mal. Weißt du, was du auch machen musst? Was denn? Ja, einfach hier oben. Guck mal. Oh. Guck mal hier, siehst du das Loch hier? Ja. Das ist ein Loch. Ja. So, und dann würde ich sagen, lass da mal Lava raus. Ja, Bro, dann fackelt innen drin alles ab. Das will ich nicht machen. Ja, fackelt doch nichts ab. Was soll denn abfackeln? Ja, Bro, alle, die ganze Inventar und sowas. Ach, Quatsch. Das klar, Junge, das fackelt alles aus Holz. Ist mir egal! Zergedi. So. Anne, Crimex, wenn du das hier siehst. Du hast Krieg angefangen. Ich wollte keinen Krieg. Aber das ist jetzt die Ansage an dich. Das hier, was ich jetzt mache, ist noch Kindergarten. Glaub mir. Ja. Ich werde komplett ausrasten mit allem. Aber einmal zwei Stück. Bitte sehr, mein Freund. Ich wünsche dir viel Vergnügen, ne? Ich weiß nicht, Arme, wenn ich Max nicht büßen lasse, was er mir angetan hat. Gute Einstellung. So, erstmal sein ganzes Dach einhüllen, komplett mit Lava jetzt. Boah, Bruder, es wird so asozial, ne? Bro! Oh mein Gott! Es ist so gut! Keine Ahnung, wovon Jupi, du redest. Jupi, zack, und tschup. Und man kann die Lava wieder zurückholen. Ja. Man schön einfach keine Lava, das ist so geil. Zack. Und weiter geht der Hase. Bau die weißen Betonsachen wieder weg, ne? Welche? Ja, die Blöcke, die wir bauen. Warum? Boah, Junge, wir bauen einfach seinem Haus zu einem Mülleimer, ne? Ja, also ich finde das jetzt nicht schlimm. Junge, aber wirklich, er hat halt übertrieben, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja nicht angefangen. Er hat angefangen. Er kriegt die Revanche dafür. Er hat einfach aus dem Nichts mein Haus nachgebaut. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, Freunde. Heute gibt es ein Lava vs. Wasser-Experiment. Und ich würde sagen, lasst lieber einen Daumen nach oben da. Wir starten rein und let's go. Oh, es funktioniert. Wow. Wow, I cry back. Oh, Junge. Und let's go. Nächstes. Machen wir mal spontan hier noch eins, ne? Dupe-di-dupe-di-du. Amir ist gestorben! Bro! Amir ist einfach gestorben. Bitte save meine Sachen. Junge. Bin wieder in meinem Holzhaus. Wir machen mal ganz schnell hier ein bisschen Platz. Amirs Leiche. Hallo! Hey! Bro! Damit hier auch ja nichts verbuggt. Dann... Okay, Freunde, machen wir ganz schnell eine Kiste. So, Freunde, Amirs kompletten Sachen haben wir jetzt hier reingepackt.
Da würde ich sagen, ich mache hier ganz kurz noch ein bisschen weiter mit dem Cobblestone. Bro, das Haus sieht ja mal so kacke aus. Oh mein Gott. Warte. Das müssen wir einmal von weiter weg gucken. Junge, es sieht aus wie eine Baustelle. Ja. Geil. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen noch ganz kurz ein allerletztes Schild. Das war immer noch nur eine Warnung. Aber Freunde, ich würde sagen, das halbe Haus wird erstmal eingebaut. Das sollte jetzt erstmal für den Anfang reichen. Wir stellen jetzt noch ganz kurz hier ein paar Schildchen hin. Hallo Max, schade, dass du übertrieben hast. Dein Haus war mit Lava überströmt. Ich war so nett und habe es gelöscht. Liebe Grüße, dein Nachbar Valve UHD. Ich meine, es hat gebrannt. Was sollte ich machen? Also ich musste Max ja helfen als guter Nachbar. Und ich sehe gerade, oh Schreck, da ist ja noch mehr Lava. Das müssen wir schnell noch löschen. So, gehen wir mal ganz kurz hier nach oben. Zack, 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 zack. Und platzieren hier natürlich auch nochmal Lava. Wir wollen ja nicht, dass hier das ganze Haus abfackelt. Oh Mann, so einen guten Nachbar wie ich, den wünscht man sich doch. Feuer gelöscht, da würde ich sagen, können wir wieder abzischen in unser altes, kaputtes Haus, Junge. Also Max, wenn du das hier siehst, das war jetzt die letzte Ansage. Wenn du jetzt noch weitermachst, dann wird's ehrenlos. Real Talk, dann raste ich richtig aus. Ich werde jetzt auf jeden Fall mein Haus erstmal wieder reparieren, Freunde, dass hier mal wieder alles normal aussieht. Werd mal schauen, dass ich diese ganzen Ameisen da wegbekomme. Aber ja, Freunde, ja. Ja, wie das aussieht, Junge. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Freunde. Ciao. Yes, I out of eyes tryna put me on a T-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be my, it might be my, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shorty back to you.